Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind heute Samstag, Ostersamstag. Ist es Ostersamstag? Ich weiß es nicht. Wir sind zu Hause, wie immer, weil was soll man machen, außer Familie mal besuchen. Ihr hört bestimmt den Brotbackautomat. Ich habe einen Hefeteig aufgesetzt, denn ich möchte backen. Und zwar ist das eine Art Kuchenauflauf oder soll das werden? Ich habe früher immer Hefeteig gemacht, den habe ich dann ausgerollt, so wie Pizza quasi, und dann habe ich da Vanillepudding gekocht, habe ich auch schon gemacht, der kann abkühlen, und dann habe ich den Vanillepudding halt verteilt auf dem ausgerollten Teig, habe es in Streifen geschnitten, gerollt und dann in eine Auflaufform gestellt und gebacken. Dann waren das wie so Schnecken, Vanillepudding, Hefeschnecken, das war richtig lecker immer, das habe ich voll lange nicht gemacht. Und das wollte ich heute mal machen, zur Feier des Tages. Am Nachmittag sind wir eingeladen zum Stockbrot grillen oder backen oder Feuer, Osterfeuermäßig. Und die Maus liegt hier vor mir und spielt. Und also spielt, ne? Die ist halt 10 Wochen alt. Wie viel kannst du spielen mit 10 Wochen? Erzähl mir mal. Erzähl mir mal. Ja? Ich kann sie euch gerade nicht zeigen, leider. Nein. Das können wir nicht zeigen, ne? Aber gleich zeigen wir dich. Du hast heute eine ganz schicke Hose an. Ganz tolles Outfit. Jetzt können wir dich zeigen, ne? Super! Ja, und die die Hosen, die sind so schön groß geschnitten hier, dass die Windeln da reinpassen, die Stoffwindeln, ne? Das passt ganz super. Ja! Und dazu hast du sogar das passende Mützchen. Schau mal, auch noch. Na? Hoppala. Ja. Na, Mama, ist schwierig, ne, so eine Mütze zu zeigen. Da, passendes Mützchen zu. Super. Ja. Oh, die Maus. Was machst du mit deinem Mund jetzt immer? Sie schmatzt jetzt immer. Seit heute Nacht kann sie so schmatzen. So Schmatzgeräusche, ne? Ja. Super. Super. Ich habe schon den Kamin angemacht, also Bernd hat den angemacht, sagen wir so, und ich habe gerade nachgeschmissen, damit es hier schön warm drin ist, denn ihr Lieben, was ist los mit dem Wetter? Also wir hatten, erst hatten wir Schnee, dass wir gerodelt sind und Moonboots rausholen konnten, dann war auf einmal richtig warm, dann war es richtig kalt, jetzt war es schon richtig so warm, dass Bernd sogar Flipflops anhatte und jetzt ist wieder echt kalt, wir haben 4 Grad draußen und nächste Woche ist Schnee angesagt. 90% Schneewahrscheinlichkeit. Also, was ist los? Ja gut, es ist April, ne? Aprilwetter einfach. Also, der Hefeteig ist gleich fertig und ich bereite jetzt die Auflaufform vor. Ich mache eine kleine Auflaufform und eine große, weil wir sind ja eingeladen nachher und ich hatte gefragt, die möchten auch einen kleinen Kuchen haben. Ja, dann holen wir mal die Auflaufform raus. Ich habe überlegt, also wir haben normale Auflaufform, diese aus Porzellan, aber ich möchte das gerne aus dieser Glasauflaufform haben. Die hole ich mal jetzt da raus. Ich habe die jetzt einmal eingefettet, die Form, und zwar hier mit diesem Buttergeschmack, was auch immer, Ding. Und hier ist der abgekühlte Vanillepudding. Da sind jetzt so ein paar kleine Stückchen drin. Das ist diese Haut, die sich da gebildet hat. Und hier ist der Hefeteig. Uiuiui, der ist aber ganz schön voll. Aber ist ja super. Dann habe ich auf jeden Fall genug. So. Ich hatte auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen möchtet. Einfach irgendwelche für ein Q&A-Video oder was ich halt hier im Vlog beantworten möchte. Und bis jetzt hat die Nora mich gefragt, ob wir noch weitere Kinder möchten, wenn sie das fragen darf. Natürlich darf sie das fragen. Ja, wir möchten noch weitere Kinder. Stand jetzt. Wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Denn jetzt mit diesem ganzen Corona möchte ich ehrlich gesagt keine Schwangerschaft mehr in dem Corona-Lockdown haben. Weil das war am Ende der Schwangerschaft echt doof, da ich immer Angst hatte, dass ich alleine entbinden muss, dass ich nicht ins Geburtshaus kann,
dass ich einen Mundschutz tragen muss bei der Geburt, dass Bernd nicht dabei sein darf. Also das war echt doof. Und wenn noch ein Kind, dann entweder eine Alleingeburt, also dass man, wenn alles daneben geht, also im Geburtshaus schon oder so, aber wenn halt alles daneben geht, dann eine Alleingeburt, weil ich auf gar keinen Fall ins Krankenhaus möchte. Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich schon, gerade mit der süßen Maus jetzt, das ist so schön. Bernd sagt auch, wenn die so süß ist, dann möchte er noch 10 Kinder haben. Ja, wahrscheinlich ja, also es bleibt spannend. So, dann mache ich einfach den Pudding hier drauf. Der Hefeteig geht ja gleich auch noch auf. Das ist wie eine Lasagne, eine Puddingkuchen-Lasagne. So sieht es jetzt aus. Das kommt jetzt in den Backofen. Ich habe leider keine Backzeitangabe. Ich gucke einfach, dass es goldgelb ist und durchgebacken ist. Wie schön der aufgeht, der Kuchen. Ich bin gespannt, wie der gleich aussieht. Aber der ist schon echt mega hoch, ne? Der ist jetzt gerade mal 14 Minuten drin. Ich habe jetzt in der Zeit hier schon mal unseren Essensplan übertragen. Wir hatten nämlich heute Morgen schon hier auf dem Blog am Tisch unseren Essensplan ausgefüllt für die nächste Woche. Diese Woche sind wir früh dran und ich habe es hier übertragen. Montag, also Ostermontag ist es ja dann, gibt es bei uns Bratkartoffeln, Gedöns. Das ist immer, ja, je nachdem, Schnitzel, Nuggets, was wir so da haben. Cordon Bleu oder Bratwurst und Bohnensalat. Da machen wir diesen Bohnensalat mit Sahnesoße, Essig und Zwiebeln und Zucker. Dienstag haben wir Voodoo-Eintopf mit Reis. Das ist halt so Weißkohl und sowas, alles so gemischt, so ein Eintopf. Ich zeige euch das dann am Dienstag oder Mittwoch, seht ihr dann den Vlog vom Dienstag, dann seht ihr das. Mittwoch gibt es griechisches Gemüse, Donnerstag gibt es Reste von Dienstag, Freitag gibt es Reste von Mittwoch, Samstag gibt es Pizza und Sonntag ist Takeaway, da bestellen wir wieder irgendwo was. Wir haben jetzt heute auch Takeaway drin stehen. Das heißt, heute bestellen wir auch was. Eigentlich stand gestern Takeaway drin, aber da Karfreitag war, war ja alles zu. Oder wir wussten zumindest nichts, was auf hat. Und dieses ungefähr einmal in der Woche Takeaway, das ist echt schön. Also es erleichtert den Tag, wenn man halt so gar nicht sich ums Essen kochen kümmern muss. Genauso wie die Tage, wo wir Reste essen. Das machen wir total oft, dass wir halt mehr kochen und dann an einem anderen Tag in der Woche das nochmal ist. Ich habe den jetzt mal eine Etage tiefer gestellt, weil der sonst oben am Backofen dran tötscht. Und ja, jetzt backe ich ihn mal weiter. Fertig ist der Kuchen. Ich habe noch so eine Zuckerglasur darüber gemacht. Also einfach Puderzucker mit bisschen Wasser. Und wie ihr seht, Calvino und ich waren schon fleißig. Wir haben schon ein großes Stück davon gegessen. Und jetzt ist schon 16 Uhr. Bernd kommt gleich nach Hause. Und dann gehen wir gleich zu der Stockbrotparty oder wie ich sie nennen soll. Ich habe immer noch Kuchen im Mund. Und dann wurde ich noch gefragt auf Instagram, ob wir uns noch High Carb ernähren. Also, wie ihr seht mit dem Kuchen, nein, wir ernähren uns nicht mehr High Carb. Leider. Also es ging mir mit High Carb super gut, also gesundheitlich. Es ist wirklich... Ich hatte total viel Energie, ich hatte abgenommen, ich war immer satt, ich hatte keinen Heißhunger. Also alles war gut, aber es hat den Nachteil, man muss wahnsinnig viel essen. Und wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist länger und Hunger kriegt und nicht genug dabei hat, dann wird es schwierig. Also dann bleibt einem halt wirklich nur entweder Obst oder Bohnen aus der Dose, wenn man im Supermarkt eben irgendwas holt oder so. Deswegen... Und auch als Bernd angefangen hat, sich vegan zu ernähren oder vegetarisch, habe ich vermehrt wieder normal gegessen. Und also was heißt normal? Nicht mehr High Carb. Und ja, das machen wir immer noch so. Hi, warst du baden? Ja? Ja? Oh, jetzt wieder hoch. Erzähl mal, wo waren wir? Oh, wo waren wir? Hat jemand Hunger gehabt? Wir sind wieder zurück von unserer Party
und, also Party, ne? War halt ein anderes Pärchen da. Das war schön und die hatten das Stockbrot, den Teig mit Dinkelmehl gemacht. Das war richtig, richtig lecker. Ich habe es bis jetzt immer nur mit Weizenmehl gemacht. Ja, das wollten wir auch nächstes Mal ausprobieren, haben wir besprochen, Bernd und ich. Und auch die Dips, es gab Aioli, es gab so ein Dattel-irgendwas-Dip, der war sehr lecker. Bernd hatte so ein mit Eiwa was gemacht und Kräuterbutter hatten wir. Das war richtig, richtig lecker. Und noch so gegrilltes Gemüse mit Olivenöl, also... Ja, ein Gaumenschmaus, aber trotzdem, es war ja noch nicht so spät, werden wir uns gleich noch wahrscheinlich was zu essen bestellen. Wir rätseln gerade was, wir sind uns nicht sicher. Sollen wir beim Griechen bestellen, beim Pizza oder, na, Pizza haben wir so oft selber gemacht in der letzten Zeit. Da hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so Lust drauf. Und die schmeckt mir persönlich meistens am besten selbst gemacht, als die dann für 10 Euro zu bestellen. Mal schauen, ich werde es euch gleich wissen lassen und zeigen, was wir uns bestellt haben. Ja, die Maus ist auch schon richtig müde. Also wir waren so 2 Stunden ungefähr da und 1 Stunde davon hat sie ungefähr geschlafen dort. Aber ja, die hat schon Schlafanzug an und es ist jetzt 20 Uhr, glaube ich, ungefähr. Die wird jetzt gleich einschlafen und dann lege ich sie hin und dann, ja, war es das für dich. Nur du bist ganz müde, du Maus. Geht schon die Augen so ganz zu. Na, ja. Du Maus. Hab ich schon erzählt, dass sie schon Schlafanzug anhat? Ich glaube ja, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt Essen bestellen, das dauert ja auch voll lange, bis das kommt. Fällt mir gerade an, ne? Also voll lange, weil wir schon 8 Uhr haben. Ich muss erst hier dich präsentieren. Präsent. Was gibt's jetzt zu essen für uns? Nix, Diät. Ach, Bernd. Das hält. Sag doch was. Soll ich dir eine Pommes braten? Soll ich den Schnitzel backen? Du wolltest doch bestellen. Takeaway. Soll ich bestellen? Was bestellen wir? Weiß ich nicht. Soll ich was holen? Nein. Wenn wir vom Burger King holen, dann ärgern wir uns nur wieder, weil das jetzt immer ekelhaft geschmeckt hat. Ja, aber wir haben schon abgetan, Burger King. Soll ich Taverne? Was nimmst du denn da? Oh. Vita wie immer. Okay. Können wir Butterbrot jetzt heute essen? Ja. Können wir auch machen. Ja. Okay. Dann essen wir einfach, wenn wir Hunger bekommen. Ja. Wir müssen egal. Können wir morgen bestellen. Oder machen wir uns die Schaschliks warm. Ja, was essen wir morgen? Takeaway. Ach so. Ja. Ist egal. Ich bin okay. Da voll über Reizüberflutung mit dem... Brot. Knoblauchzeug. Ja, das war lecker. Smurfy! Hi. Da muss ich jetzt hier betten. Dann leg dich auf Livias Kissen. Ja, dann bette dich. Ich dachte, das ist so unbequem. Ja, mein Bein ist da drunter. Das Betty, stört komm mal ihn. Hier. Komm mal runter. Lass ihn doch. Ich hätte nur so. Ja, aber du stehst eh 2 Minuten wieder auf. Ich chill jetzt hier mit dir, Smurfy. Leg dich schön hin. Alle Kinder bei mir. Ach, weine, Smurfy. Zucchini, nein. Ne? So. Oh, dieses Messer liegt nicht. Damit kann man so... Warte, ich mach die Spülmaschine zu, dann kannst du da besser schneiden noch. Da, dann kommst du ja besser dran. Also, ich habe jetzt gerade ein Brot gegessen. Und Calvino kocht sich jetzt Miracoli Spezialdings. Das reicht, Calvino. Mach nicht zu viel. Ich passe auf. Hier, da hat sich Oliven da reingemacht. Oh, soll ich das mal umrühren? Das brennt schon an. Das brennt schon an. Okay. Ich mach mal runter, ne? Ja. Genau, da Nudeln. Genau, und ich räume jetzt noch ein bisschen die Küche auf nebenbei. Bernd ist auch da. Was machst du? Du zerreißt irgendwas, ne? Achtung. Yay! Große Freude. Ich? Okay. Was habe ich gemacht, dass ich Briefe kriege? Rechnungen wahrscheinlich.
Ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Ich wollte das Video nur beenden. Habe ich gestern irgendwie nicht mehr geschafft. Die restlichen Fragen von Instagram, die werde ich heute in dem Blog beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.